damit man mir das auch nicht wieder nochmal klaut. Beziehungsweise, naja, vielleicht schneidet man mir dann die Hand ab und ist nämlich gar nicht interessiert an der Kamera, sondern will unbedingt meine Hand haben. Oder so. Glaube ich zwar jetzt nicht. Es gibt relativ wenig Handräuber zurzeit. Aber naja. Schließe das mal nicht aus. Wir leben in einer sehr kranken Welt. So, was hier? Das nix, das nix, das nix. Das ist auch nix. Das, wenn ich hier mal runter gucken gehe. Wow. Oh, das muss ich mir merken. Aber unten drunter ist natürlich Lava, ne? Ja. Das heißt, das hier ist ein Freifahrtschein eigentlich in den Tod. Freie Bahn mit Marzipan. So, und das hier weiß ich auch nicht. Also, wenn ich mir alleine bedenke, wenn wir das hier irgendwann alles weghacken, ne? Also, weil das soll ja ein drei breiter Korridor dann werden, damit genau mittig unsere Bahnstrecke durchfährt. Und damit das drei breit wird, was stolze das mal eben an. Also, so soll das dann im Endeffekt breit werden. Ne? Das heißt aber auch, warte, da, da und da. Hier im Endeffekt würden dann unsere Wände langlaufen. Also warte, ich nehme mal eben den Cobblestone. Ja, also so, so. Das wäre dann im Endeffekt, damit hier mittig so das ganze Ding durchlaufen kann. So müsste dann, so breit würde dann immer unsere Bahn werden. Ich nehme mal eben. So, ist jetzt egal. Ich will das einmal andeuten. Einmal festmachen. Und so würde dann, also der ganze Schacht bis nach hinten aussehen. Und überall. Also nicht permanent, also nicht alles durchgehend zu auch. Aber schon stark. Und ich mache das dann aber auch mit reinem Cobblestone und nicht mit hier Steinstein. Ich mache die Brücke mal. Komm, den einen Stack, der ist sowieso so oder so jetzt angebrochen. Der ist verloren sozusagen. Den verarbeite ich jetzt hier einfach. Mach das Ding schon mal breiter. So. Ja, ihr seht schon, ist direkt eigentlich jetzt schon, alleine nur dadurch ist schon wieder was anderes, hier lang zu tänzeln. Naja. Da werden auch so ein paar Milliarden Steine für draufgehen, dann, um das umzubauen. Ja, hier alleine das dann auch wieder wegmachen. Ja, hier und da. Vielleicht alles mit Dynamit. Nein, Quatsch. Könnte ich ja direkt die ganze Map in die Luft jagen. Die ganze Map in die Luft jagen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, mit wem, mit wem gehe ich denn über die Kirmes? Gehe ich alleine zur Kirmes? Nee, komm. Ich aktiviere da gleich mal mein Bat-Freunde-Signal. Ja. Ja, Batman, über Batman reden wir natürlich demnächst auch noch weiter. Ich dachte nur, heute einmal kurz ein bisschen Pause vom Batman. So. Und dann reden wir da halt die Tage wieder mal drüber. Haben jetzt auch nochmal ein paar Fakten wieder neu angelesen. Was ich so fast schon wieder vergessen hatte. Aber hey. Das Gehirn ist ein Muskel und auch ihn kann man trainieren. Oder auch es kann man trainieren. Ich weiß, viele Leute legen mittlerweile nur Wert darauf. Ich esse nochmal eben Apfel. Ihren Körper zu trainieren und werden dann mehr und mehr hohl im Schädel. Ja. Weil die meinen, körperlich ist das Einzige, was zählt. Aber, tut mir leid, Freunde. Meiner Meinung nach ist es immer noch der Verstand, der den Körper lenkt und nicht umgekehrt. Ja, und so musste ich mir in den letzten Tagen wieder ein paar Dinge neu
neu oder wieder neu anlesen. Und ja, weiß jetzt auf jeden Fall wieder mal, naja, eigentlich weiß ich das, was ich vorher auch wusste, aber bin mir dem wenigstens bewusst. Ich mache hier mal ein bisschen heller, so. Da und da und da. Und da und da und da und da. Das war zu viel, und da. Ich habe noch schnell ein paar Fackeln rausgeworfen hier. So. Yay, ich kann ans Tor kann ich eine Fackel machen. So. Ich habe keine Kohle bei, das ist natürlich wunderbar, dass ich jetzt alle meine Fackeln verballert habe. Aber guck mal, ich könnte hier rein theoretisch noch welche machen. So, die jetzt mal da rein und... Wie viel brauche ich davon, damit das verbrennt? 2 Sticks für einen Brenndurchgang oder was? Ah, das passt aber. Ich brauche ja eh nur hier 2 Kohle, damit ich 8 Fackeln habe und dann ist doch alles bombenprima. Zap, zap. Ja, früher, also muss ich aber sagen, also so im wo ist das? Moviepark? Gab es ja diesen. Ach, ich weiß gar nicht, ob der immer noch so heißt. Heißt der immer noch Eraser? Diese Achterbahn mit dem Korkenzieher drin und sowas alles. Und da bin ich damals, also bin ich auf so Sachen in... Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, weil das eine auf in Vergnügungsparks ist und durchgehend da eigentlich Kontrollen immer herrschen. Oder ob... Und das andere halt nur irgendwie so ein... Ja, ich will das jetzt nicht abwerten, ne? Aber mehr oder minder ein Wanderzirkus ist, ja? Und deshalb... Ja, da nicht ständig einer kommt und guckt, ob jede Schraube auch fein säuberlich so angezogen ist, wie die sein muss. Aber sonst, wenn so Vergnügungsparks oder sowas waren, bin ich eigentlich immer ganz gerne so mit auf irgendwelche Sachen gegangen. Gerade so Holzachterbahn fand ich immer cool. Oder Wildwasserbahn. Ne, also diese, weiß ich nicht, sind das eher entspannte Sachen? Ja, eigentlich auch nicht. Aber... Wildwasserbahn fand ich auch zum Beispiel immer cool. Gibt's ja in Düsseldorf auf der Rheinkirmes auch. Ist aber, naja, ist auch wieder so ein Ding für sich dann, ne? Wie gesagt, das eine ist in einem Vergnügungspark und das andere ist irgendwie zusammengeschustert. Ja, ist nur... weiß ich auch nicht. Ich guck mal einfach. Je nachdem. Vielleicht besaufe ich mir auch einfach und dann ist mir sowieso alles egal. Nein, Quatsch. Mach ich natürlich nicht. Das ist, so ist man kein gutes Vorbild. Ich meine, was mir in erster Linie jetzt auch egal sein könnte, rein theoretisch. Ist mir aber nicht ist, weil ich doch eine gewisse Meinung von mir selber behalten möchte. Ich bin zwar ein Idiot, aber ein vernünftiger Idiot. Ich bin ein Idiot, aber kein Trottel. Ja, ansonsten, was gibt's auf Kirmesen? Kirmesen? Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, die Mehrzahl. Kirmes. Was gibt's auf der Kirmes? Denn generell sonst noch so was Interessantes. Es gibt halt diese Wildwasserbahnen. Dann hast du Achterbahnen. Du hast die Fressstände, wo zahlreich sind. Du hast natürlich mittlerweile Longdrinkbuden und sowas und natürlich Kneipenstände, also Bierzelte, wo irgendwann die ganzen Schützen drinnen verschwinden. Du hast... Ja, was hast du sonst noch? Ach, Gruselfahrten und sowas. Und diese Funhäuser, also das heißt so, wo der Boden sich bewegt. Welches Luft nach oben gepustet wird, lustige Spiegel drinne sind. Also hier so, die Wände sind verspiegelt und so. Ja, all sowas, ne? Hatte ich das eine Mal auch mit einer Ex-Freundin gehabt, das war dann, da war in diesem
In diesem Funhaus war nicht so viel drin los. Und sie hatte einen Rock an. Und als wir dann gerade über so einen bestimmten Bereich gingen, machte er mit Absicht so eine Luftdruckdüse an, damit ihr Rock hochfliegt. Und sie war total am Schreien. Naja, passiert, ne? Irgendwo mit müssen die Leute sich da ja auch einen Spaß machen. Ah, okay, da habe ich nur einen noch höher. Sonst kommt die Decke runter. Ich meine, das könnte mir rein theoretisch auch egal sein, wenn ich es ebenerdig mache. Also das heißt, hier überall die Decke runterhole. Ab wo geht das denn? Hier wieder ein tiefer. Anscheinend kann man das hier überall noch durchziehen. Aha. Muss mal gucken. Da ist noch. Und ab hier kann ich dann da den Stein so runterholen. Muss ich natürlich jetzt auch aufpassen hier für uns eben, damit mir die Hacke nicht kaputt geht. Die würde ich gerne behalten. Einfach wegen Unbreaking 2. Ich meine, ist jetzt nicht so der Master-Zauberspruch. Aber lieber später irgendwann nochmal eine neue Spitzhacke machen und die dann mit der hier kombinieren, beziehungsweise reparieren und dann den Zauberspruch mit übertragen. Kann man ja auch. Ich muss heute Abend auf jeden Fall meinen Krebs da essen. Dafür aktiviere ich gleich auf jeden Fall mal das Bett-Telefon. Ja, Batman, Arkham City. City habe ich ja jetzt durch. Und ich würde jetzt fast die Tage anfangen, schon mal Arkham Origins aufzunehmen. Ich fand's sehr, sehr cool. Also da werdet ihr jetzt noch nicht sein. Das wird in Kürze kommen. Ja, also seid gespannt. Wie ich den Riddler dann fange. Und ich fand sehr, sehr cool, wie das in Szene gesetzt war. Könnt ihr mir dann später gerne eure Meinung zuschreiben. Ich meine, den Riddler zu fangen hat am Ende noch mega lange gedauert. Ich weiß. Und es war nicht unbedingt notwendig, ihn zu holen. Und eigentlich habe ich auch noch offen, das DLC mit Harley Quinn zu machen. Weil die macht ja anscheinend nach dem Tod vom Joker, probiert die da irgendwie auch eine Bande aufzumachen oder irgendwie sich an Batman zu rächen oder so. Aber ja, eigentlich sind wir jetzt erst durch, wo der Riddler geschnappt ist. Okay. Okay. Und, naja, also Edward Nigma fand ich auf jeden Fall sehr cool, wie das Ganze in Szene gesetzt ist. Ihr könnt mir dann gerne dazu sagen, wie ihr das Ganze empfunden habt. Scheiße, jetzt habe ich zu viel abgebaut. Jetzt habe ich optimal, ne? Ich will echt keinen einzigen Stein verschwenden. So. Okay. Ah, komm mal an. Gut. Auf zurück. Dann haben wir Mission für heute auch soweit erfüllt. Also beziehungsweise unser Material für heute schon mal zusammengeklaubt. Und dann geht es jetzt auf das Ganze, unseren Zuchtwald fertigzustellen. Ja, sind ein paar coole Sachen jetzt vor kurzem geendet. Also das Ende von Alan Wake fand ich natürlich auch mega gut. Nur um das nochmal kurz zu schneiden. Bei Batman Arkham City war jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich das im Endeffekt die Storyline auch durchgespielt hatte. Also ich finde Riddler fangen, dadurch, dass der die ganze Zeit, also eigentlich immer permanent präsent ist, weil er halt überall seine Rätsel versteckt, gehört für mich eigentlich mit zur Hauptstoryline irgendwo mit. Also zum Spiel ist nicht beendet, bevor Nigma im Knast sitzt. Ich finde irgendwie schon.
Und auf jeden Fall, das fand ich ziemlich cool, dass wir den dann gefangen hatten, beziehungsweise haben. Sind viele, viele Rätsel gewesen und ja, es ist echt teilweise lausig gewesen, die alle zu holen. 440 Dinger hatte der ja da. Okay, wir haben irgendwie 40 weniger, ne? Weil da ja auch eine Menge Catwoman-Sachen bei sind. Würde mich zwar mal interessieren, ob, wenn man jetzt mit Catwoman auch noch alle holt, ob was oder ob dann irgendwas passiert oder ob man einfach nur hier ein neues Achievement unlockt. Keine Ahnung. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall, kann ich ja eben nochmal sagen, also wir fangen jetzt auf jeden Fall mit, denn direkt im Anschluss probiere ich das so zu machen, dass wir mit Arkham Origins weitermachen. Da soll anscheinend demnächst noch eine Game of the Year Edition rauskommen, wo dann alle DLCs mit drin sind, dann beiße ich mir eh in Arsch. Weil Cold Cold Heart ist ja das eine DLC mit Mr. Freeze. Und das ist eigentlich für mich der einzige wichtige Grund, dass, wenn dann die Game of the Year Edition zu holen, weil dieses DLC finde ich ziemlich cool, beziehungsweise den Teil der Storyline, also da ist ja wirklich dann ein Stück Storyline wieder mit drin, ne? Ja, und das würde ich dann gerne, wenn dann... Na, gucken. Entweder hole ich mir dann zusätzlich nochmal die Game of the Year Edition, oder aber... halt nicht. Und, ups. Oder halt, ich kaufe mir das DLC einzeln. Muss ich gucken. Ist ja zum Glück über Steam alles erhältbar. Erhältlich. Erhältbar. Was für einen Deutschen du wieder an den Tag legst. Ey, das ist ja... Schäm dich was. Der Bürgermeister von... Arcanel, der sollte schon den ein oder anderen ausgeprägteren Wortschatz besitzen, würde ich sagen. Wobei, ich bin ja nicht nur Bürgermeister von Arcanel City. Ich bin ja auch der Gott der Arcadia in Spore. Ja, sozusagen. Macht mir sehr viel Spaß, ne? Also Spore ist für den einen oder anderen, wer da nicht mehr mitkommt oder wem das Ganze zu langweilig mittlerweile erscheint, weil da viel mit... Ich verbringe aber auch immer viel Zeit mit Editoren und so. Überall, wo man bauen kann. Okay, aber dass ich viel und langatmig baue... Derjenige, der das jetzt hier gerade sieht und hört, der weiß eh Bescheid. Ja? Dass ich mich mit Gebäuden bauen und mit Design von bestimmten Dingen ewig aufhalte. Von daher wirst du derjenige wahrscheinlich oder diejenige dann gerade auch wahrscheinlich auf Spore gucken, weil vielleicht gerade deshalb, weil es dir gefällt, dass ich alles probiere detailliert zu bauen. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht mit den Leuten in den Kopf gucken. Oder zumindest darf man den Leuten nicht sagen, wenn du ihnen in den Kopf guckst. Boah. Ja, dann haben die Angst. Das war ein Scherz. So. Nee, aber Spore macht halt auch mega Bock. Bin ich super, super weiter dran. Diese ganzen, ich baue alles selber auf und ich darf viel selber entscheiden und... Meine Kreativität ist eigentlich die einzige Grenze. Ich liebe sowas. Ich liebe so etwas. Ich finde auch komisch eigentlich, dass es bisher nicht mehr Spiele gibt, die genau eben also populärer geworden sind oder so, weil die solche Dinge solche Effekte oder solche Spielmechanismen benutzen, dass man da wirklich von Grund auf eigentlich alles aufbauen muss, kann. Also wirklich mit nicht nur Charakterentwicklung, sondern Volk, bla und so. Ich meine, Banished geht ja auch weit in die Richtung, soweit ich das mitkriegen konnte. Ich bin jetzt nicht so der Banished-Spieler.
Hab mir das Ganze halt mal beim Kollegen Gronk angeguckt. Kommt auch mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad daher. Ist aber dennoch nicht so meins. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube aber, das liegt auch daran, weil ich aktuell ja ein paar andere Projekte habe, die Massen an Zeit verschlingen. Ach toll. Genau die hätte ich ja drinnen lassen können, ne? Und das hier auch? Ne, aber hier.